durch die Bedeutungsfunktion miteinander verknüpft sind. Auf der anderen Seite haben wir die Beziehung zwischen dem Zeichenträger und dem Referenten, die mit der Bezeichnungsfunktion miteinander verknüpft sind. Herr Professor, ich habe das Thema nicht so ganz verstanden. Könnten Sie mir eventuell den tieferen Sinn davon erklären? Das wäre furchtbar lieb, danke. Sie alle wissen vom Alltagsverständnis, was ein Zeichen ist. Gerade ein Zeichen steht eine Form für einen Inhalt. Wie beispielsweise hier bei diesem Verkehrszeichen, wo Sie einen weißen Kreis mit einem roten Rand haben und genau wissen, dieses Zeichen steht für Durchfahrtverbot. Bei den Ampeln haben wir schon etwas komplexere Zeichen. Hier gibt es verschiedene Kombinationen, wo Rot, Gelb und Grün miteinander kombiniert werden. Wir haben auch die Beziehung zwischen Zeichenträger und Referenten mit der Bezeichnungsfunktion. Sind Sie vielleicht öfter hier? Ich würde mich ganz gerne mal um eine Note unterhalten. Bitte nehmen Sie wieder Platz.